Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Kendall. Oben rechts steht eingeblendet. Dieses Spiel wurde mir kostenlos vom Entwickler zur Verfügung gestellt. Wir müssen irgendwie mit Feuer nach oben kommen. Und das stellt sich gerade als etwas größeres Problem dar. Geht meine Kerze auch sofort aus. Ich verstehe das noch nicht so ganz, wie das funktionieren kann. Also hier ist ja, bei diesem Spiel ist meistens alles Glückstreffer, wenn ich hier irgendwas schaffe. Das sind meistens Glückstreffer. Kam die dann nach rechts eigentlich auch nicht mit? Und die springen in den Tod. Die macht da sofort ihre Flügel wieder, ihren Schirm wieder zu. Es wäre super, wenn die Affenmama uns auch hier nach rechts tragen würde. Zu dieser einen Kerze da. Aber ich komme hier nicht an der vorbei. Weil da oben ist eine Kerze. Ich habe irgendwie das Gefühl, die könnte noch mal hilfreich, also nützlich sein. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade extrem dumm anstelle. Wieder aus. Ich dachte, wenn ich schnell genug bin, kann ich da vielleicht dann da hoch. Ah! Okay, das war knapp. Warum kann man hier drauf? Ich bin am überlegen, ich glaube, irgendwann in einer der letzten 3-4 Folgen haben wir da irgendwas gemacht an dieser Stelle. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, was. Sehr leid. Ah, nicht ausmachen. Du sollst dein keine Ahnung, wie man das nennt, benutzen. Hallo? Und auch wenn ich das hier zumache, kommt da scheinbar trotzdem noch genug Luft, als dass die blöde Fliege da direkt wegfliegt. Ich probiere jetzt gerade ein bisschen verzweifelt Dinge aus. Da, fumm, seht ihr, da kommt sofort die Luft. Und da ist auch mein Licht direkt wieder aus. Wir haben ja sonst auch nichts anderes Tolles gefunden. Deckel. Topf oder Pfanne. Da fliegt sie zu dem Licht da oben. Hallo? Seht ihr hier ad hoc
Was ist jetzt? Oh, nicht ausmachen. Ah, das ist so blöd, dass das auf einer Taste ist. Wenn man die eine Millisekunde länger hält, dann macht er sein Licht aus. Da hört die auch sofort. Warum kommt die denn da nicht mit? Das verstehe ich nicht. Ich muss gerade mein Handy mal auf lautlos stellen, sorry. Ist die Frage, ob wir irgendwie diese Luft da ausmachen müssen, aber wir kommen ja hier jetzt vom linken Bildschirm, da kommen wir ja, also aus diesem Bildschirm nicht irgendwie nach unten, wo es fast so aussieht hier, aber... Und das wäre vielleicht sogar hier... Kann ich auch nicht irgendwas anderes geben? Nee. Mit dem Brunnen kann ich auch nicht mehr interagieren. Hier ist es zu dunkel. Dazu müssen wir bestimmt dieses Samenkorn da einpflanzen. Können wir jetzt da oben, wo das Äffchen drin saß, irgendwas machen? In diesem Holzdings da? Da kann ich auch nicht nochmal welche nehmen oder so. Sieht doch fast aus, als wäre das irgendwie so ein Schlüsselloch oder irgendwas. Aber das ist einfach mal gar nichts. Da passiert auch nicht nochmal was. Die kann ich auch nicht nochmal nehmen. Die war nur für den Brunnen gedacht. Also ich bin mir ziemlich sicher... dass wir irgendwas mit dieser Fliege machen müssen. Aber ich weiß halt überhaupt nicht, was. Ich mach nochmal das Licht an. Bleibt die eigentlich, wenn wir hier stehen bleiben, bleibt die dann immer? Also lässt die ihren Schirm immer ausgefahren? Wenn ich jetzt hier den mache? Das sieht gar nichts. Die bleibt also auf dieser Ebene auf unserer Seite, an unserer Seite. Aber auf dieser Ebene hilft sie uns nichts. Auf dieser Ebene können wir sie fast nicht gebrauchen. Ich meine, obwohl, nee, da ist auch nass, ne, auf dieser Ebene rechts über uns. Ich dachte, die Blätter da oben, obwohl die halten ein bisschen Regen ab, aber es sieht trotzdem aus, als würde da trotzdem Regen hinkommen. Hier kann ich aus... Huch, ja, genau. Genau, Teku. Spring doch einfach mal in den Tod. Warum nicht? Habe ich auch manchmal die Gelüste zu, aber ich mache es dann meistens nicht. Manchmal schon, nur meistens mache ich es nicht. Zack, aus. Aus und vorbei. Ich dachte vielleicht, es ginge, aber es geht scheinbar nicht. Kann ich auch irgendwie nichts machen hier? Ja, links geht's auch nicht weiter, ne? Ne, da kann ich auch nichts machen. Kann ich die da vielleicht... Kann ich noch irgendwas mit diesen Paprika machen? Ne. Es
halt die Frage, war diese Fliege nur dafür da, dass wir die rechte Kerze anzünden können? Das macht ja gar keinen Sinn. Wozu ist die rechte Kerze so wichtig? Die ist überhaupt nicht wichtig. Nach links geht's auch nicht. Nee, da guckt er nur den Abgrund runter. Hier ist auch nirgendwo Feuer. Ich meine, da ist ein Schmied und der hat kein Feuer an. Das ist total bekackt. Wir wollen auch nicht mit ihm reden. Ja, sehr gut, Tiku. Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, deine Mutter auch. Ja, super, Tiku. Hast du sehr gut gemacht. Was ist denn das? Wer programmiert denn ein Spiel und baut die Sachen so auseinander, dass der eine Sprung zu kurz ist? Na gut, nee, der passt genau. Und dann der andere zu lang. Wir wollen immer noch nicht mit ihm reden. Ja. Warum ist das hier ausgegraut? Warum ist das hier ausgegraut, dass ich da nicht mit interagieren kann? Was soll das? Und hier ist so ein Wasserding, das heißt, hier geht meine Kerze sowieso direkt wieder aus. Hier brauche ich Feuer. Da hängt auch irgendwas runter, aber das interessiert uns auch nicht. Jo. Gut gemacht. Vielleicht spawnen wir ja an der linken Seite. Dann hat sich der Freitod schon gelohnt. Sehr gut. Ist das hier auch nur so ein Übergangsbildschirm oder gibt es hier irgendwelche Hinweise auf irgendwas? Da ist so ein Fleck an diesem, so ein gelber Fleck an dem Stein. Ah, das ist auch Wurst. Das fährt immer schön automatisch. Bringt uns aber auch eigentlich überhaupt nichts. Aber wahrscheinlich mit Feuer, das hat ja ein Dach, ne? Aber es ist halt die Sache, wie kriegen wir Feuer hier hoch? Wie kann Tiku seine blöde Kerze anlassen, während er da hochgeht? Das ist nicht möglich. Ja, nach links geht's auch nicht. Kann ich hier einfach springen? Ich kann hier auch nicht alleine weg. Ich muss hier von der Mutti in den Arm genommen werden. An dieses Blatt komme ich auch nicht dran. Diese komischen Kokosnüsse interessieren mich auch nicht. Auf. Nein, nicht dahin. Da kommen wir doch nirgendwo hin. Hallo, Tiku. Die Steuerung ist zum Kotzen. Das Spiel ist sehr schön, aber die Steuerung, die ist echt scheiße. Die Fliege da hängen. Hat's ja total gebracht. Fliege, breite dein blödes Dings aus. Es geht sofort wieder aus. Ich kann da auch gar nichts machen. Und was soll das hier? Es regt mich auf, dass hier so ein Ding ist. Nach unten kann ich nicht, okay. Ja, super, dass wir hier oben starten. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Also ich glaube, ich bin ja gar nicht so weit weg mit der Idee, dass wir die Fliege irgendwie da oben brauchen. Dass wir die Fliege mitnehmen müssen nach oben.
aber ich habe keine Ahnung wie. Da macht er sofort wieder ihre Flügel. Warum macht ihr denn sofort wieder den Schirm weg? Ich bin doch noch da mit meinem Licht. Mach doch da nicht den Schirm weg. Das ist doch total beschissen. Zack, aus, vorbei. Ich habe keine Ahnung. Ich werde diese Folge jetzt gleich beenden. Ich werde jetzt nochmal zu irgendeinem Speicherding gehen. Da war hier hinten eins und muss leider in die Steam-Foren oder in eine Komplettlösung, die ich aber leider noch nicht gefunden habe. Also eher in die Steam-Foren gucken. Und es regt mich ziemlich auf, dass ich das tun muss. So, okay, ich danke euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal bei diesem äußerst schönen, aber kackigen Spiel Candle. Macht's gut. Tschüss, Jan!